Right, we're here. Take a look at the equipment and prepare accordingly before starting the investigation. Got the intel. Looks like this is going to be a tough one. We've had reports of violence, and it looks like they left in a hurry. Donald Anderson, Geist-Event, Räucherstäbchen im Bereich und Geist-Machu. Dann würde ich sagen, wir gehen direkt einmal mit... Ne, ich hab schon alles, ist okay. Mit der Spiritbox rein. Ich wollte gerade noch einen vierten Gegenstand nehmen, aber nee, ist leider nicht. Kommt da jemand in den Stimmbruch? Ich bin Rudi, die Kellnerin! Wir haben keine Tarotkarten, wir haben auch keine Musikbox. Oh! Hallöchen! Oh, das habe ich gehört. Where are you? How old are you? What are you? What do you want? Why are you here? Where are you? What are you? Okay, ich würde fast sagen, dass wir keine Box haben. Werden wir aber auf jeden Fall noch weiter überprüfen, weil er hat doch irgendwas anderes geworfen. Oder das war... Was hast du denn geworfen? Okay, keine Ahnung. Halt. Ich kann direkt einmal gucken, ob wir die Voodoo-Puppe haben. Ich glaube, ich hab's gejinxt. Ist okay. Irgendwo hier ist Geisty. Wir müssen jetzt natürlich noch mal ganz, ganz schnell Strom anmachen. Strom ist natürlich im Keller. Wir nehmen ein Thermometer mit und ich würde sagen, direkt einmal für Geisty Mahu ein Feuerzeug. Hi Geisty, ich weiß nicht genau. Oh, ich glaube, du bist wirklich hier. Geisty ist hier. Geisty hat kein Gefrier. Aber das heißt auch, dass Geisty keine Box hatte. Damit sind Moroi und Hantu auf jeden Fall raus. Jo, hier bitte schön romantisch Badewanne und so. Er toucht gerne Türen an, also würde ich sagen, wir nehmen die UV auch noch direkt mit. Dann können wir nach Orbs gucken und schauen, ob wir einen Mimic vielleicht haben. Wenn wir dann eben noch Fingerabdrücke hätten. Oder ob wir halt Fingerabdrücke haben. Ich muss gerade Dinge tun. Geht gerade nicht, Geisty. Also ich habe soweit jetzt keine Orbs gesehen. Ich denke einfach mal, wir haben keine. Womit wir dann den Mimic ausschließen könnten. Da habe ich keine mehr. Das ist schlecht. Wir holen uns erstmal ganz schnell einen neuen Fotoapparat. Und wir nehmen direkt das Buch mit, weil das braucht meistens sowieso am längsten. Du wirfst so viel, aber du hast Hu gemacht. Also bin ich happy. Dankeschön, Geist. Can you give me a sign? Can you do something? Ja, ist auf jeden Fall kein Fingi. Oh ja, ist wieder kein Fingi. Wir haben ganz viele Türen. Wenn er es nochmal macht, würde ich sagen, dass wir auf jeden Fall keine Fingerabdrücke haben. Und da ist es so warm gerade. Ja. Nee. Okay. Damit würde ich jetzt sagen, wir haben definitiv keine Fingerabdrücke. Damit fällt der Obake auch raus. Tja. Er ist zwar sehr ruhig, aber er ist jetzt nicht shade-mäßig ruhig. Wir können ja eigentlich dann nur noch EMF oder Dots, je nachdem, ob er halt ins Buch schreiben möchte oder nicht. Ich denke mal, wir würden sehen, wenn er reinschreibt, aber... Lasst uns mal weitergehen. Wir sind noch bei 80%, das sollte also gar nicht so das Problem sein. Can you go in your bathroom? Go to your room. Geisty. Böses Geisty.
Kannst du bitte... Okay, Geisti ist weg. Geisti ist kein Oni, wir hatten eine Geisterwolke. Also langsam glaube ich doch, dass du ein Shade bist. Aber... Gehen wir mal. Ey! So, jetzt habe ich noch ein Foto für den Geist. Kacke Geist. Also wir würden einen Dot sehen. Geisti... Da war ein Dot. Da war ein Dot. Haben wir ein Goryeo? Ich habe nämlich nicht ein einziges Mal einen Dot gesehen. Da war eben zu 100% ein Dot. Man hat es ganz, 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 ganz leicht gesehen. Kommt mit in die wilde, wilde. Kommt mit in die wilde Welt von Texavery. Kommt mit in die wilde, kommt mit in die wilde Welt. Da war definitiv ein Dot. Also haben wir definitiv Dots. Wusste ich doch, ich hab es doch gesehen. So. Voice Cracks heute einfach on point. Jedes Mal. Wenn wir die Dots mit bloßem Auge sehen, während sie durch die Kamera laufen, dann haben wir kein Goryeo. Laufen die Dots aber durch die Kamera und wir sehen sie nicht mit dem bloßen Auge, dann ist es zu 100% ein Goryeo. Habe ich die Dots gerade so gesehen? Okay, ich glaube, ich bin blind oder ich halluziniere. Mach das nochmal, Geisti. Die Dots sind so da. Wir haben kein Goryeo. Aber wir warten am besten mit der Auflösung der Vorhersage. Weil ich vertraue Phasmo nicht, ne? Das macht die ganze... Oh ja, da war er gerade. Da war er gerade. Okay. Mädels, kommt ihr mal bitte klar? Ihr müsst nicht hier schon wieder Räuber und Gendarm spielen, okay? Das finden wir im Hand raus. Das definitiv auch. Den definitiv auch. Das definitiv auch. Wir holen jetzt einmal ganz schnell Salz. Und am besten direkt noch ein Räucherstäbchen. Ich hätte die gar nicht abwerfen müssen. Verbuggter Goryeo. Deswegen warten wir. Wir sind noch bei 66%. Ein Raiju könnte bald hunten. So, ich würde einfach mal sagen, dass er immer noch da ist, aber machen wir einfach mal so. So, und dann hole ich mir noch ganz schnell mein Feuerzeug. Wir haben auf jeden Fall kein Gespenst. Ja, wir haben auf jeden Fall kein Gespenst. Give me a sign. Ja, entscheid dich doch mal. Hallo! Donald Anderson, where are you? Can you show yourself? Can you do something? Ich würde gerne ein Parabolmikrofon holen. Weil, wer weiß, vielleicht haben wir eine Banshee. Jetzt sammelst du schon Löffel. Ich habe 4. Will jemand Löffel haben? Ah! Da war ein Schritt, aber das war keine Aufgabe, ne? Nee, das war nur Räucherstäbchen. Ich will ja gucken, ob wir einen Banshee-Schrei haben. Ich hätte gerne ein paranormales Geräusch. Bitte sei eine Banshee und schrei mich an. Juraj glaube ich absolut nicht, weil er hat gar nichts mit Türen gemacht, dass ich jetzt viel Sanity verloren hätte. Aber für eine Banshee macht sie mir, oder er mir auch viel zu wenig Geister-Events. Can you talk to me? Okay, pass auf. Bist du jetzt hier oder bist du immer noch in der Küche? Okay, er hat aufge... Schaffe ich das? Schaffe ich nicht. Oh, er ist kein Phantom. Er ist kein Phantom.
Wir haben eine Störung auf dem Foto und Geist ist nicht verschwunden. Er war kein Deogen, weil er kam nicht zu uns. Er war kein Raiju, er wurde neben der, neben dem Badezimmer, als er runterging, nicht schneller. Safe, glaube ich nicht dran. Also wir haben Yokai oder Banshee, bin ich der Meinung. Nee. Nee. Hallo, kannst du jetzt mal bitte mit deinem Geister-Event aufhören? Freundchen, ich bleib auch gerne hier. Hallo, hörst du mal auf jetzt? Ich wusste leider nicht, wo ich vorher bin. Und da war noch ein Geister-Event. Könnte auch schon sein, dass wir fast bei null sind. Ja. Ist okay. Lü. I might be dead. I guess I'm dead. Okay, guys, ihr habt aufgehört. War das jetzt Yokai? Ich meine, er war nicht an 2 Meter dran und sehen kann er mich durch die Tür sowieso nicht. Ich glaube, wir haben eine Banshee. Banshee-Schrei! Wäre halt schön, ne? Nee! Walter Knight. Geistmachu, Bewegungssensor und Geister-Event. Why you come to be with me? I think I finally know. Ja, ich würde jetzt erstmal ein Thermo mitnehmen. Geist hat Strom ausgemacht, wir haben also keinen Gin. Ja, ich würde sagen, Geist ist hier drin. Aber ich, keine Ahnung. Where are you? How old are you? Hallo? What are you? What do you want? Why are you here? How old are you? Where are you? Okay, falls du noch hier bist, hast du definitiv keine Box. Can you give me a sign? Okay, ich weiß nicht genau, was du getan hast, aber okay. Bist du vielleicht doch eher hier? Where are you? How old are you? What are you? What do you want? Why are you here? How old are you? Where are you? What do you want? Why are you here? Nee. Wir haben Fingies! Das heißt, es ist leider kein Revenant. Es ist auch definitiv kein Hantu, weil kein Gefrier, es ist kein Goryeo, weil keine Dots. Und ich glaube, du bist jetzt definitiv hier. Deswegen gucken wir nochmal, ob wir Orbs haben, weil das wäre dann ein Mimic. Nö. Damit würde ich also auch den Mimic ausschließen. Dann haben wir jetzt nicht mehr viel. Das Schöne ist, dass wir den Beschwörungskreis haben. Damit können wir ein Phantom rausfinden. Dämon würde ab 70 Handen. Mühling finden wir im Hand raus. Und Obake ist halt so eine Sache. Okay, was müssen wir noch machen?
Bewegungssensor, Geister-Event und Kerze. Okay, ich mache als allererstes Kerze, weil wir die nämlich in das Zelt stellen können. Oh. Oh, nein. Es ist auf jeden Fall kein Dämon. Ich habe erschrocken. Servo, danke schön für die 50 Bits. Ja, wir sind fast bei 50. Geister-Event kriegen wir hin. Bewegungssensor müssen wir gucken. Weil es sollte ja nicht so schwer sein für Geissi in den Bewegungssensor zu laufen. Also ich glaube jetzt nicht unbedingt an den Obake. Aber gut. Du bist kein Phantom. Du siehst gar nichts. Ja. Was anderes bleibt mir ja fast nicht übrig, ne? Can you give me a... Ich weiß nicht mal mehr, wo du bist. Du bist jetzt da gespawnt. Ich glaube, du bist jetzt hier, ne? Can you give me a sign? Heißt aber nicht... Was war denn das? Das war ja kein ganz normaler Poltergeist-Move. Das war ja schon eine absolute Explosion. Er hatte Aggression auf die Säckchen. Alter! Was zur Hölle? Übrigens kann ich diesen Block hier nicht aufheben. Junge! Kannst du das nochmal machen? Das war toll. Oh. Hä? Ja, komm, verarsch mich. Ist okay. Oh, ich hab das gerade weggeworfen. Ja, aber ist okay. Ich kann dir nicht wütend sein. Das war cool. Welcome back. There's some jobs ready for you. Er hatte wirklich einen verdammt schlechten Tag. Cory Garcia, Parabol, Räucherstäbchen im Bereich und Foto vom Geist. Wir wissen ja, was wir haben. Wir müssen natürlich doch die Knochen finden. Ist okay. So, dann lasst uns jetzt erstmal schauen, wo Geisti ist. Wir haben alles, was wir brauchen. Strom ist oben in der Garage. Das finde ich doch auch mal ganz nett. Dann müssen wir jetzt nur noch warten, bis Geisti irgendwas macht. Da war ein Fensterklopf. Wo war das Fensterklopf? Oh ja. Oh ja, Geisti ist hier. Ey! Ab mit dir in dein Zimmer jetzt! Jetzt muss ich doch nochmal den Thermometer... Nein! Ist verboten! Lass mich in Ruhe, du bist auf jeden Fall kein Oni. Geist! Du bist nicht mehr hier. Du bist noch hier. Bist du gewandert? Okay, dann setze ich Teddy nicht dahin. Okay, perfekt.
So, Hasi. Let's see. Wait. Ja. Boah, wo du Puppe bist, immer noch verbuggt. Mensch. Teddy hat schon mal gegiggelt. Das war die erste Nadel. Fast. Okay, Hasi, ich... Wir gehen einmal ganz schnell raus. Bevor irgendwas passiert. Aber das war... Er hat schon Teddy geworfen. Nee, da war nichts mehr, okay. Das wart ihr jetzt. Das war Teddy. Das war leider ein Fensterklopf. Wir haben nicht mehr viel. Es bleibt jetzt gleich nur noch die Herznadel, ne? Ja, sag ich doch. Wait. Oh, wir haben den Deo oben. Oh, wir haben den Deo. Und läufst du immer noch über den Tisch rüber? Du läufst immer noch über den Tisch rüber, ne? Oh, läufst du nicht mehr? Oh, doch, läufst du. Ist okay. Hasi nicht geschmissen, also ist alles gut. Okay. Tja, wir haben leider nur noch eine Nadel, ne? Hasi. Das war leider wieder die Tür. Nee, warte, ich versuche im Hand ein Foto zu machen nachher. Ja, machen wir so. Ich glaube, das war die letzte Nadel, ne? Ey! Jetzt hat er da hinten was geworfen. Wobei, das ist eigentlich voll egal. Auch wenn es sehr laut ist. Hasi, es tut mir leid. Aber ich glaube, das war jetzt die letzte Nadel. Das war die letzte Nadel. Es tut mir leid, Hasi. Oh, er handelt unten. Das ist schlecht jetzt. I might be dead now. I'm... Gasse. Schade. Ah! Seppo! I think I finally know. Welcome back. I've got some jobs ready for you. You're scared, ashamed of what you feel. Karen Marsh, Räucherstäbchen während der Jagd, Kruzifix und Geistmachu. Wollen wir mal hoffen, dass Karen einigermaßen nett ist. Wird sie nicht sein, wir haben die Tarotkarten. Das kann ja was werden. -25 Sanity. Wir haben kein Oni. -25 Sanity. Geist ist in seinen Geisterraum teleportiert worden und kann eine Minute lang nicht jagen. Und wieder 25 Sanity-. Ich habe unten aber eine Tür gehört. Wir haben keine Sanity mehr.
Geist ist in der Geisterraum teleportiert worden und kann eine Minute lang nicht jagen. Nochmal 25 Sanity. Ja, so viel dazu. Also, wir haben kein Moroi, wir haben kein Deogen, wir haben kein Say, wir haben kein Hantu, kein Revenant. Ne, ein Zwilling ist es auch nicht. Okay, dann lauf ja einfach einmal rum. War ein Fool, aber ich habe doch sowieso keine Sanity mehr. Kann ja nur ein Mimik sein. Wait. Das kann ja nur ein Mimik sein. Sie war erst langsam und jetzt mega schnell, weil wir hatten vor dem ersten Hand auch schon 0% Sanity. Keine Orbs. Doch, wir haben Orbs. Ja, ist ein Mimik. So einfach kann's gehen. Da hat Geist zuerst einen normalen Geist nachgemacht und danach einfach ein Zay. Oder ein Moroi. Wer weiß. Okay, also so schnell habe ich auch noch nie einen Mimik rausbekommen. Also nur anhand von Hans. Er hat's aber auch einfach gemacht. Ja. Ja. Aber es hörte sich eher nach einem Say an, als dass ich sagen würde, es war ein Moroi. Ja, wer weiß. Entweder es war ein Geister-Event oder du bist gerade ein Jurai. Speedrun? Ich könnte jetzt natürlich fahren. Aber nee, ich mache noch die Aufgaben. Als ob ein Kack-Mimik alle Geister nachahmen kann. Ja. Ein Mimik kann jeden einzelnen Geist mit jeder einzelnen einzigartigen Fähigkeit nachahmen, außer die des Gorius, weil der Mimik keine Dots besitzt und dementsprechend das nicht nachahmen kann. Ja, perfekt. Ja, danke. Sei doch jetzt kein fucking Gespenst! Das hätte ich gar nicht fotografieren dürfen. Es ist ein Gespenst. Ja, na, immerhin, Oma. Immerhin gibst du mir ein Geisterfoto. Ich habe sowieso schon Fotos verschwendet, also... Bist du ein Deogen? Wow, du bist kein Deogen! Jetzt bist du ein Raiju. Den ersten Geist, keine Ahnung. Den zweiten Geist, Say. Den dritten Geist, Gespenst. Den vierten Geist, Raiju. Ich fahr jetzt. Das mache ich. Nein. Ich hasse Mimics. Ich hasse Mimics so sehr, wirklich. Ich hasse Mimics einfach so sehr.